All you need is love. Ba, ba, da, da, da. Und wir möchten einfach mal passend zur Weihnachtszeit ein bisschen Liebe verbreiten. Und deshalb sprechen wir nach dem Intro Über tatsächlich Liebe, was auch sonst. zum 20-jährigen Jubiläum. Advent, Advent, der Peter kennt jetzt endlich den Film. Tatsächlich Liebe. So ist es. Ein Film, den ich schon ein paar Mal gesehen habe. Ein moderner Klassiker der Rom-Com, vor allem der britischen Rom-Com, im Original Love Actually. Und ich dachte immer Actually Love und deshalb habe ich ihn nie gefunden. Ah, du hast so gesucht und. Ja. Falsch rum eingegeben. Da, die Suchmaschinenoptimierung Blöd. funktioniert da nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Da gibt es viele Leute, die das nicht richtig machen. Da müssen wir noch mal ran. Vor allem müssen wir jetzt endlich mal an diesen Film ran. Also wir eröffnen hier die Riege unserer Weihnachts-Specials. Ja, es wird mehrere geben, tatsächlich. Ganz gewohnt Liebe. mit einer Romcom. Ja, ist ein bisschen außergewöhnlich, keine Bange. Es folgen tatsächlich, Liebe, nee, es folgen tatsächlich noch, Tödliche Weihnachten. Actionfilme haben wir dabei und Horrorfilme, Slasher, wir haben natürlich wieder, wie immer alles dabei und vielleicht auch sogar einen Gast, Vielleicht. den Weihnachtsmann. Immer. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Film dir gefallen hat, da ich das ja noch nicht weiß. Und wir besprechen jetzt erstmal für die, die ihn noch nicht kennen und die, die ihn gerade erst kennen, was passiert denn in Tatsächlich Liebe? Tatsächlich eine ganze Menge, weil wir hier tatsächlich eine ganz viele Figuren folgen, ganz vielen Handlungssträngen, die letztlich irgendwann auch indirekt zusammenführen, aber jetzt Es gibt nicht Überschneidungen, ja. genau. Vor allem, weil ne, X kennt Y und Y kennt Z und Z kennt X oder trifft X und so weiter und so fort. Wir haben hier verschiedene Konstellationen. Es ist ein Kind und ansonsten würde ich sagen, sind es, oder beziehungsweise sind es zwei Kinder und ansonsten sind es hauptsächlich Erwachsene, die wir verfolgen. Aber es sind dann halt auch quasi alles, was man so an Beziehungen finden kann. Ne, wir haben Bruder, Schwester, wir haben Vater, Mutter und so weiter und so fort. Und dann aber ganz wesentlich, Auf verschiedene Stadien der Beziehungen. genau, Welche, die sich gerade erst kennenlernen, die erste große Liebe. Wir welche, die haben, verheiratet sind, genau, schon länger schon Kinder verheiratet sind. Ja. haben und so weiter und so fort. Ich würde tatsächlich zwei Figuren so, oder drei von mir aus auch so im Vordergrund sehen, würde ich sagen. Colin Firth, der hier einen, der Stephen spielt einen, King spielt. ja genau, einen Literaten, der eine portugiesische Haushaltshilfe hat und von ihr verzaubert wird. Aber da haben wir die Sprachbarriere, führt tatsächlich zu dem einen oder anderen lustigen Moment. Ja, weil vor allem sie ja, sie verstehen sich nicht, aber trotzdem, wir haben ja den Untertitel dafür, für diejenigen, die Portugiesisch nicht verstehen. Und da ist trotzdem eine Kommunikation. Also Ja. sie bemerken die gleichen Sachen und sie bemerken auch, dass sie Gefühle füreinander haben und Genau. verlieben sich recht schnell ineinander. Ja. Das ist halt auch das Schöne, ne? So Liebe quasi auf den ersten Blick, aber dann, oh, wir können nicht miteinander kommunizieren. Ja. Aber Liebe über Transzendiert auch die Sprache. transzendiert die Ja. Sprachbarriere, wenn man so möchte, ja. Genau. Dann würde ich sagen, ist ein zweiter Strang, also ein zweiter wichtiger Strang, Alan Rickman und Emma Thompson. Die sind ein Ehepaar mit zwei Kindern und arbeitet in irgendeiner Agentur, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber er hat auf jeden Fall, wie heißt der nochmal? Heike Makatsch. Heike Makatsch, genau. Ich habe irgendwie die ganze Zeit immer an Franke Potente ja, gedacht? genau, aber ist Nee, ja nee. totaler Quatsch. Und die findet ihn heiß und er wittert da irgendwie auch so. Ja, er geht erstmal gar nicht so darauf ein, aber die Heike lässt nicht locker, ne? Und die Total. ist der Sehr Teufel. aufdringlich. Oh ja, Aber die weiß halt auch mit ihren Reizen zu nicht zu geizen. Ja, also die ist schon sehr hot auch in dem Film. Ja. Und Schwarze Haare habe ich ehrlich gesagt noch nicht mitgesehen. zieht alle Register, Ja. ne, die Waffen der Frauen so bieten. Und Und schafft es, dass er über einen irgendwann, Seitensprung nachdenkt. genau, ja. Das ist auch der Grund, warum es einer der wenigen Filme ist, in dem wir Alan Rickman hassen. Ach so, ja. Abgesehen von Stirb langsam und vielleicht noch ein paar Harry Potter-Fans. Ja. Und dann haben wir noch den Liam Neeson, der mit seinem Sohn, der jetzt auch ein bekannterer Der Schauspieler. Sohn wird entführt und Ja. die Ach so. rufen an, die Entführer, und er sagt dann so von wegen so, ich werde euch finden und ich werde euch töten. Das ist der Nein. Film, oder? Nein, ist Ach es so. nicht. Aber seine Frau ist gestorben und sein Sohn ist halt relativ jung und hat,
an seiner Schule eine Flamme und er gibt ihm Nachhilfe im Flirten und weiß ich nicht, also ne, in Liebesdingen. Ja. Er ist jemand, der halt trauert, seiner großen Liebe, seiner Frau nach, genau, trauert natürlich. Und der Sohn ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil er sagt, okay, ich müsste eigentlich trauern, so, ich habe meine Mutter verloren, aber ich fühle halt Liebe in mir. Ich bin verliebt, ja, in dieses Mädchen. Ich muss sie beeindrucken irgendwie. Und wie macht man das? Natürlich, indem man Rockstar ist und indem man Schlagzeug spielt, natürlich. Natürlich. Der Junge konnte nicht Schlagzeug spielen. Nee? Nee, aber sein Vater, also der Schauspieler, der Junge, der Schauspieler, konnte kein Schlagzeug spielen. Ja. Aber der Vater des Jungen, ja, konnte Schlagzeug spielen, hat ihm für die Rolle Schlagzeug beigebracht. Krass. Das ist ja praktisch. Mhm. Ja, wie gesagt, aber der Junge ist ja heute auch was bekannterer Darsteller. Ich habe den Namen nicht parat, aber ja, so ein bisschen sieht er aus wie Tom Holland früher, aber so ein bisschen. Okay. Nee, aber egal, der ist ja so einer, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter, aber den merkt man das nicht. 20 Jahre älter, denn der Film feiert ja 20-jähriges Jubiläum. Genau, aber man merkt ihm das Alter nicht an, der ist irgendwie stehen geblieben, was die Jugend angeht. Aber egal. Dann haben wir noch einen Hugh Grant, der den Premierminister spielt. Er spielt eigentlich sich selbst. Er spielt ja die Rolle, die er immer spielt. Er ist so der, alle lieben ihn, alle mögen ihn, weil er halt so super sympathisch ist und er ist zufällig auch Premierminister geworden und guckt halt immer so ein bisschen traurig und, ja, und verliebt sich in seine Sekretärin. Genau. Lustig sind dann auch Begegnungen mit Billy Bob Thornton, der hier den US-Präsidenten spielt. Das macht er so geil, ne? Auf jeden Fall. Boah, ist das, ist eine knaller Rolle für ihn auch. Ist halt leider nur ein kurzer Auftritt. Natürlich. Hätte man ausgiebiger feiern können, aber gut. Die zwei haben auch, wie viele der Geschichten, haben am Schluss dann auch eine Pointe. Weil er halt als Prime Minister natürlich auch sehr diskret sein möchte. Muss, weil er in der Öffentlichkeit steht. Ja. Genau, aber schafft dann auch seinen ersten Kuss dann halt quasi in der Öffentlichkeit auszutreten. Spoiler, ja, an der Stelle. Außer mir hat den ja wahrscheinlich eh jeder gesehen. Ich denke auch. So, wen haben wir denn noch? Martin Freeman. Stimmt. Ach ja, genau. Das war tatsächlich auch die coolste, finde ich, Konstellation von den beiden, weil die sich über... Die haben ja Pornodrehs gemacht, oder? Ja, das Merkwürdige ist, die sind Stand-ins für Pornodarsteller. Ah ja. Und da frage ich mich, was ist das denn für eine riesige Pornoproduktion? Weil Stand-ins haben ja noch nicht mal irgendwelche B-Filme, haben Stand-ins, um das Licht zu setzen. Ja. Ja, das ist ja wirklich, das sind wirklich nur hochwertige, stimmt, Produktionen. Ja, ja, genau. Welcher Porno hat denn, ja, oder hat er heutzutage denn das noch? Ich glaube, also... Hochglanz-Pornos. Ja, aber werden die noch gedreht? Sowas wie Pirates damals und so, das macht doch kein Mensch mehr, oder? Tu doch nicht so, als wüsstest du dann. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube nicht, dass sowas noch produziert wird. Du hast zumindest Pornos in deiner Sammlung. Ah, nee, Porno. Ja, Phil Jill. Stimmt. Genau. Ja, fand ich sehr charmant. Ich musste den im Deutschen schauen. Da hat Martin Freeman die Stimme von Oliver Rohrberg. Ach so. Ah ja, Justus Jonas. Justus, genau. Nee, fand ich aber sehr sympathisch, weil die sich halt quasi nackt die ganze Zeit kennenlernen und halt Sex faken in gewisser Form und dann über alltägliche Dinge erzählen und dann halt auch so eine Zuneigung, sag ich mal, darüber zueinander finden. Aber eben nicht über das Körperliche, genau, sondern einfach, weil sie sich verstehen und dann, ja, irgendwie, ne, es läuft dann auf das erste Date hinaus. Genau. Ja, genau, dann haben wir noch die zwei, hier dieses jüngere Duo von den Typen, wo der eine irgendwie keinen flach legen kann und dann in die USA fliegt, um dort reihenweise Frauen flach, genau, zu leben. Dann Billy Mack noch mit seinem Manager. Ah ja, stimmt. Ach ja, sorry. Es ist peinlich, weil ich muss ehrlich sagen, ist für mich die geilste Figur im ganzen Film. Punkt. Bill Nighy als Billy Mack. So geil. Ja, natürlich. So geil. Ja. Die ganze Rolle. Und er hat tatsächlich für mich auch so den schönsten Moment. Welchen? Hat viele. Den er mit seinem Manager teilt. Ach so, das am Ende. Ja, ja, weil genau. Es ist halt die einzige Beziehung hier, die nicht auf romantische Art... Genau, das geht um eine platonische, ja, Freundschaft. Liebesbeziehung, eine, ja, Freundschaft, genau. Kannst du das nachempfinden? Nein. Nee, ich auch nicht. Leider nicht. Mir fällt da keiner ein, der da... Nee, ich muss überlegen. Nee. Nee. Da kannst du kramen, wie du willst, da ist nichts. Da ist hier aus auch nichts. Du spürst nichts, gar, ne, nichts. Das kalte Herz, sage ich dann. Ja, das kalte Herz, genau. Ja, genau, das ist schön, wie sie dann, also ne, wie er dann trotz seinem, er hat ja ein Comeback, weil er ja früher ein großer Star war und jetzt mit so einem Weihnachtshit, da wird es dann auch so schön über diese, das gibt es halt in England oder in Großbritannien, ist das so ein Ding, die Nummer eins während der Weihnachtszeit, ach so, ja, zu haben. Und der schlägt Blue. Ja, so eine Boyband. Genau. Ist das eine reale Band? Das weiß ich ehrlich, ja, gesagt, okay, nicht mehr. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, ich bin nämlich auch.
Aber der hat auf jeden Fall immer coole Sprüche auch auf Lager. Mhm. Gefällt mir, weil wenn er dann auch im Fernsehen sozusagen den Kindern von den Drogen abrät und dann halt vorschlägt, Rockstar zu werden oder Popstar zu werden, weil man sie dann kostenlos kriegt. Genau. Geschichten. Ja, er lässt auch in Interviews verbal, stimmt, aber auch in Wirklichkeit die Hosen runter. Ja. Oder halt im Fernsehen generell. Ja. Und vor allem, er ist auch ehrlich. Er ist ehrlich. Genau, das schätzen wir an ihm. Weil er aber auch ein gewisses Alter hat und auch viele Sachen scheißen kann. Ja. Das haben wir mit ihm gemeinsam zum Beispiel. Ne? Wir sind auch in einem gewissen Alter und uns kann halt vieles egal sein. Deswegen sind wir auch hier einfach ehrlich. Und wir scheißen uns auch regelmäßig an. Hat auch eine schöne Pointe, die aber auf einer anderen Ebene funktioniert. Also nicht auf der romantischen Ebene, aber hat auch einen schönen Auftritt dann im Fernsehen. Fand ich auch sehr lustig. Du hast noch jemanden vergessen? Ja, wen denn? Andrew Lincoln, der auf die Freundin, auf die Frau seines besten Freundes steht. Nämlich Keira Knightley. Genau. Das ist eine ganz ikonische Szene. Das ist eine Szene, die häufig, also super romantisch, wie er da steht mit den Schildern. Ja, fand ich ein bisschen creepy. Ja, ich finde es auch mega unangebracht. Aber so ist das, glaube ich, auch mittlerweile angekommen. Also. Ja? Ich weiß, das wurde immer so total gefeiert. Ich habe das so ein paar. Wie süß, dass er ihr da doch die Liebe gesteht. Ja, okay, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, weil ich habe mit so ein paar Sachen. Ja, gut, aber da kann ich, glaube ich, so abkürzen sagen, so von wegen, das war für ihn ein wichtiger Punkt, weil er hat ja letztlich, er wollte abschließen und das war sein Abschluss in gewisser Form. Ja, aber wie egoistisch ist das denn? Naja, letztlich glaube ich, dass er nicht seinen besten Freund übergangen hätte. Also er wollte nur ihr zeigen, was sie eh schon eigentlich wusste. Er musste sich, glaube ich, nur von der Seele sprechen. Ich finde es auch nicht angebracht, das sage ich ja nicht. Das ist doch total egoistisch, das dient ja nur ihm. Also das gibt ihr kein besseres Gefühl. Ja, das stimmt. Es ist seinem Freund gegenüber scheiße. Also der hat es nicht mitgekriegt. Das ist trotzdem scheiße, ja, nur weil das nicht mitkriegt. Ja. Also nur weil das nicht mitkriegt, ist in Ordnung, oder was? Nee, aber wie gesagt, gut, es war für ihn die Aktion, aber ich habe die auch ehrlich gesagt vergessen, weil ich das irgendwie auch nicht so wichtig fand. Ich hab die ganze Geschichte auch tatsächlich irgendwann relativ schnell vergessen. Weil ich fand die nämlich auch, allein schon bei der Hochzeit, fand ich das mit dem Gesang da und so, das alles, das war nicht so meins. Also da war ich wirklich. Ich meine, der Film ist in vielerlei Hinsicht sehr kitschig. Und das halt von vorne bis hinten. Es gibt guten Kitsch, es gibt schlechten Kitsch und ich fand das Dreiergespann gehörte schon zum schlechten Kitsch. Okay, aber der Film hat, wie gesagt, ne, ich glaube, 8 Geschichten oder wie viel er erzählt. Ne? Also sind ja auf jeden Fall ganz viele Geschichten und ganz viele verschiedene Arten der Beziehung, wie du schon gesagt hast. Und der Film geht über 2 Stunden. Ja. Das heißt, er hat ja noch Zeit zu überzeugen mit anderen Geschichten und vor allem mit Humor, denn es ist ein britischer Film und man merkt ihm auch diesen britischen Humor an. Richard Curtis hat Regie geführt. Ja. Der hat auch ganz viele so Sachen geschrieben. Ich glaube, auf 4 Hochzeiten und ein Todesfall, was auch ein Riesenhit war und so. Cool, Grand. Also Produzent und Drehbuchschreiber. Und das hier war der erste Film, bei dem er Regie geführt hat. Ja, und ich finde das, gut, ist ja kein Geheimnis. Ihr habt ihn schon ein paar Mal gesehen. Ich habe dieses Jahr auch die Weihnachtszeit wieder mit dem Film eingeläutet. Ich mag den Film. Tun wir gerade auch. Ich mag auch ein bisschen, ja, in der Tat. Ich mag auch Kitsch in gewisser Weise und hier finde ich es halt cool, weil es wirklich viele nachvollziehbare Sachen sind. Natürlich auch vieles komplett erhöht, aber es ist auch einfach spaßig. Es ist auch echt lustig, weil der Humor, finde ich, funktioniert. Ja, fand ich. Also wie gesagt, ich musste den auf Deutsch schauen. Den gibt es leider nicht in OV online zu streamen. Aber auch auf Deutsch schon gesehen und da muss ich sagen, der funktioniert ja auch. Ja, fand's nett. Wie gesagt, in Figuren wie Bill Nighy. Aber dann ist so ein Rowan Atkinson ist halt komplett verschwendet. Ja, okay. Das fand ich echt schade, weil da haben sie wirklich gar nichts rausgeholt. Also die Szenen waren völlig unspektakulär und ja gut, einem muss Alan Rickman halt so lange warten. Ja, genau. Und dann am Schluss am Flughafen lenkt er den... Ist doch nett. Ja, nee, sorry. Also für so ein Kaliber hätte man da schon was mehr. Also wirklich Rowan Atkinson lieber in so eine tragende Rolle da integriert? Nein. Einfach nur cooler einbinden. Also so. Mit einer cooleren Szene. Ich fand das unspektakulär. Das ist ja nett. Ja, der soll ja auch nicht spektakulär sein. Das ist einfach ein netter Cameo. Ja, aber über nett geht es halt nicht hinaus. Also so spektakulär wie Shane Elizabeth am Ende kann es ja halt nicht sein. Stimmt. Oder Denise Richards. Und Denise Richards. Die sofort auf den Mund geht, ne? Da gibt es sofort einen Kuss auf den Mund. Das fand ich schon... ziemlich geil, ne? Aber ich muss sagen, die Szene, komplett, die in den USA, das war ja komplett überspitzt. Echt? Fandst du? Ja, total. Ich fand das eigentlich sehr realistisch. Aber da haben sie auch nicht aufgehört und immer wieder noch eine on top
vor allem halt on top war ja auch immer wieder eine weitere Frau dazu. Und es war auch die Zeit so kurz nach American Pie und sowas, ne? Und dann haben die das schon hart auf die Schippe genommen. Wie gesagt, die verarschen halt auch viel da, ne? Das ja, ist und halt bringen halt auch 500 Millionen Cameos. Es ist halt diese britische Art, ne? Dann das einfach so komplett zu überhöhen und komplett zu überspitzen. Und vor allem dann zu sagen, so, ja, ich als Engländer dann in den USA und so, ich räume die Mädels da ab, ne? Weil die alle auf mich fliegen, weil ich Engländer bin. Das ist schon lustig. Ja. Also es ist halt selbstironisch. Ja, schon nett. Wie viel ist? Also netter Film. Ja, der ist für mich sehr nett. Der hat, er hat mich am Anfang in gewisser Form so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Findest du es nicht gut konstruiert, wenn sie sich auch so dann finden? Die machen das ja so unspektakulär, ne? Also der Prime Minister hat ja auch eine Schwester, das ist ja die Frau von Alan Rickman. Ja, genau. Und wie auch so manche Figuren sich dann begegnen. Und der Film macht gar nicht so ein großes Aufheben darum, ja, sondern stimmt. Das ist einfach nur so, ach hey, hey, cool und dies, das. Und merkst, ach, die kennen sich, okay, cool. Und so wird das dann alles so miteinander verknüpft. Und ja, ich fand das sehr organisch und der float so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich verstehe, was du meinst. Aber wenn man dann genau diese Situation nimmt, dann finde ich das tatsächlich für die Figur von Emma Thompson richtig fies. Weil die kriegt ja die ganze Zeit von ihrem Mann einen reingewirkt, in Anführungsstrichen, weil sie ja um die mögliche Affäre halt weiß. Und dann kommt ihr Bruder, ja noch nicht mal zufällig, sondern weil er auch Hintergedanken hat, zu der Aufführung seiner Neffen. Genau, und das nicht, Neffen, weil er die Aufführung der Kinder sehen wollte. Ja. Das ist dann schon wieder fies eigentlich. Ja, also die ist die gebeutelste hier. Also auf jeden Fall. Emma Thompson tut einem hier wirklich leid. Das ist so hart, wie die dann auch immer wieder aus dem Raum rausgehen muss, weil sie sich dann halt auch nicht mehr halten kann und dann tränen und dann muss sie sich zusammenreißen. Das ist schon. Deswegen habe ich nicht umsonst gesagt, die Figur von Alan Rickman, die darf man hier echt gerne hassen. Ja. Also okay, es ist einfach so fies, es bricht mir wirklich das Herz zu sehen. Sie entdeckt ja dieses Geschenk und das ist nicht für sie, es ist halt für diese blöde Heike Makatsch, die ihm eigentlich auch im Nachhinein dann nichts wert ist und er wirklich nur so mit diesem Gedanken gespielt hat, aber es ist doch eine Scheißaktion, ey. Und ihr schenkt der Mutter seiner Kinder schenkt er einfach nur so eine blöde CD und so und das ist, aber sowas und die gibt's. Hört sie dann auch noch direkt danach, ne, in ihrer Trauer, das ist hart. Und sowas gibt's aber. Und das finde ich schön, dass der Film sowas auch porträtiert, ne? Dass er da wirklich, also der deckt so viel ab. Und trotzdem ist er irgendwie versöhnlich, trotzdem feiert er die Liebe. Das stimmt. Und das finde ich halt cool. Ne? Und er feiert Beziehungen und ich finde das sehr gelungen. Und er ist trotzdem dann nicht zu ernst, es ist kein zu bitteres Drama, aber es wäre halt zu kitschig und zu amerikanisch vielleicht, auch wenn er jetzt nur Happy Ends liefern würde. Na klar, am Ende, wir haben auch diese Flughafenszene und so, da haben sie sich auch gedacht, naja gut, ne, ihr habt alle das Finale von Friends gesehen. Ne? Okay, wir müssen jetzt irgendwas am Flughafen machen und so, wo der Typ ja auch hinterherläuft. Ne? So. Ja, sind übrigens echte Aufnahmen. Okay. Die haben wirklich in Heathrow durften die drehen. Okay. Das sind echte Menschen, die sich da. Also natürlich sind es echte Menschen, aber ich meine, die Begegnungen sind real. Ja, genau. Okay. Und damit war es dann auch ein netter Kreis und es ist ja auch in gewisser Form, wie du gesagt hast, nett konstruiert. Und er hat ja auch ein paar coole Geschichten. So ist ja nicht. Ja, was hat die besonders? Also Billy Mack hast du schon gesagt, ne? Auf jeden Fall fand ich die ganze Storyline fand ich super. Der Junge ist natürlich süß, dass er da seiner, weiß nicht was für eine Schule das ist, Middle School, keine Ahnung, halt hinterher. Seiner Flamme, ja, das ist auch krass. Also die haben an Heiligabend, ne, ist es glaube ich, haben die diese Aufführung. Es ist nicht Christmas Day, das ist nicht der 25. Der 25. ist ja der wichtige Tag für die. Ja, genau. Ja. Also es ist der heilige Christmas Eve, also vom 24. Dezember haben die Schulaufführung. Ja. Meine Eltern werden auch durchgedreht, wie am 24. Schule, was ist hier los und so, ne? Mit der Familie feiern. Ja, aber das wäre ja dann wahrscheinlich für uns 23. auf dem 24. Ja, aber da muss schon Urlaub sein, da muss schon Weihnachtsferien sein. Mhm. Naja, auf jeden Fall, an dem 24. abends haben die diese Aufführung. Ja. Direkt nach der Aufführung fährt die Sängerin, in die der kleine Junge verknallt ist, zum Flughafen, um wegzufliegen in die USA. Wie krass ist das denn getimt? Und sie singt ja dann, und die ganze Band spielt ja dann dieses schöne Mariah Carey Song, den wir jetzt auch wieder ganz häufig hören werden in der nächsten Zeit. Stimmt, wo du Musik sagst, da hat ein ganz großer den Soundtrack geliefert, Craig Armstrong, liebe ich. Aber ich muss gestehen, habe ich jetzt gar nicht so rausgehört, weil der auch wesentlich mehr, glaube ich, so Soundtracks halt liefert, ne? Also Scores. Irgendwelche Stücke. Ah, nee. Absolut, hat den Score geliefert. Ne?
All You Need Is Love dann auch in 500 verschiedenen Varianten. Wie hieß nochmal das Lied, das er dann umgemogelt hat? War das All You Need? Nee. Christmas Is Coming. Ach, keine Ahnung. Es ist, anstatt Love singen die dann Christmas, genau. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja. Genau wie er. Im Don't Studio habe ich es dann vergessen. Von daher ist das irgendwie bei mir ein bisschen untergegangen. Aber ja, ich habe nichts zu bemängeln. Das sage ich halt nicht. Ne? Also der hat ein paar sehr coole Storylines. Ich finde halt vor allem die von Colin Firth und der Dame, deren Schauspieler, deren Namen ich nicht kenne. Aurelia. Aber war dann natürlich auch in... Der ist nach Portugal geflogen. Der ist nach Porto geflogen, ja. Porto, da hängen ganz hässliche Schals vom FC Porto. Achso. Schöne Stadt, scheiß Verein, auf jeden Fall. Nee, aber auch eine übermäßig kitschige und eigentlich auch sehr... stereotype Darstellung, wie sie dann alle ihm hinterherlaufen. Erstmal der Vater, ist natürlich lustig, aber trotzdem. So lustig ist er, ich möchte deine Tochter heiraten, und dann kommt erstmal eine andere. Genau. Ich meine die andere Tochter. Und dann geht das ganze Dorf dann dahin. Burger Queen? Nee, ich weiß nicht mehr, was der gehört. Eine Dunkin' Donut 2000 irgendwas. Ja. Drei halt. Miss Dunkin' Donut 2003, glaube ich, hat er sie genannt. Ja, ist dann halt lustig, weil die halt dick ist. Und natürlich der Colin Firth natürlich keine dicke Frau möchte. Pass mal auf. Würde man heute auch nicht mehr machen. Ne? Ja, das fand ich aber auch krass. Die Mitarbeiterin vom Hugh Grant, das fand ich krass, weil die ja wirklich body geschämt wurde. Von allen in ihrer Umgebung. Da hat ja die Familie hat ständig gesagt. Ach so, stimmt, so von wegen, ein Pummelchen. Ja, genau so. Aber ich denke so, die ist doch nicht überrichtig. Null! Das ist so krass. Das fand ich schon hart. Also, ja. Und unverständlich. Aber fand er ja auch, weil das ist ihm ja egal. Ob andere Leute die dick finden oder nicht, der findet die ja toll. Ja, aber sie war es halt auch nicht. Das ist halt. Nein, natürlich nicht. Nein. Was die Leute da so für eine Vorstellung haben. Aber und Anfang 2000 war noch hier Kate Moss und so, ne, am Start. Da war noch, glaube ich, nur so ein anderes Schönheitsideal am Start. Ja, aber da ist so richtig. Kommt ja wieder. Ist ja wieder, glaube ich, da jetzt. Oder so. Ist das ein Schönheitsideal? Ja. Das ist ein Trend, ein Schönheitstrend. Okay. Für manche Leute, nicht für mich, nicht für dich. Können die Leute nicht mal ein Schönheitsideal sorgen, dem wir easy nacheifern können? Persönlichkeit. Verlieb dich doch in eine Persönlichkeit. Ja, nee, das, das ist natürlich nichts Äußerliches. Ja, ja. Ja gut, in Portugal muss er natürlich auch sagen, ja, dann er macht ja da dann den Antrag und so und hin und her und dann küsst ja die Schwester ihn dann noch so ab. Ja. Und dann kommt der Vater und dann denke ich so, nee, also ich weiß, was die da vermitteln wollen, dieses Bild von wegen so die Südländer. Nee, das meine ich ja, sehr stereotyp, die ganze Szene. Ja, aber kein Mensch in Portugal, also Männer küssen sich in Portugal nicht auf den Mund. Ja, gut, zur Begrüßung oder zur Freude. Also außer Benfica wird Meister oder gewinnt die Champions League. Da küsst du jeden auf den Mund, das ist egal. Aber du reist ja auch nicht in die USA und hast Sex mit vier Frauen oder fünf oder sechs. Kommt drauf an. Also, okay. Also als Engländer schon. Ja, und als Portugiese vielleicht. Aha. Du hast die Erfahrung schon gemacht. Du bist doch noch nicht mal rübergeflogen. Wer weiß. Ich kann dir sagen. Vielleicht bin ich geschwommen. No, no. Noch nicht mal in der Konstellation findest du da Frauen. In welcher Konstellation? Der in so einer Konstitution. Ja, genau. Das, genau. Ja, richtig. Okay, das war auf jeden Fall natürlich ein bisschen Quatsch dargestellt, aber weißt du was? Das stört ja nicht. Es ist ja trotzdem irgendwie in dem Moment funktioniert. Halt. Ja, das passt halt auch zum Kitsch. Ja. Oder das ist ja auch ein Teil des Kitsches. Ja, und das finde ich passend um die Weihnachtszeit. Mhm. Wir sind ja nicht gläubig. Ne? Uns geht es ja nicht darum, dass Jesus hier Geburtstag hat und dass hier irgendwelche Lichterfest oder irgendwas, irgend so ein Zeug. Das ist uns ja scheißegal. Ne? Wir wollen ja einfach, wir mögen die Adventszeit, einfach weil es gemütlich ist. Es ist urig. Es gibt geile Sachen zu essen, es gibt auch geile Sachen zu trinken und es gibt vor allem Geschenke. Das ist immer sehr wichtig. Und es gibt halt schöne Filme, die sich mit dem Thema befassen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir das jetzt abfeiern. Ja, ist für mich aber auch kein Film, den ich jetzt nächstes Jahr wieder anlegen werde, tatsächlich. Echt, ne? Nee. In zwei Jahren? Pff, mal schauen. Ich sag's ehrlich, es ist halt auch ein Genre, das mich nur sehr schwer abholen kann. Ich finde, im Rom-Com-Genre gibt's gerade in Großbritannien ein paar Filme, die echt gut funktionieren. Der Film gehört dazu. Hm? Ein paar Sachen mag ich, aber generell ist es auch nicht mein Genre. Vielleicht ist das ja euer Go-To-Weihnachtsfilm, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr, genau wie Peter, von wegen so, ja, ey, ganz nett und so, aber ich guck doch lieber Gremlins oder Kevin allein zu Hause oder Silent Night, Deadly Night. Also nicht alle haben gerade eben meine Faktoren hier entsprochen, aber gucke ich mir trotzdem lieber an, tatsächlich. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was so eure Weihnachtsfilme sind, was ihr gerne guckt. Vielleicht besprechen wir den einen oder anderen oder wir haben ihn schon besprochen. Und dann viel Spaß bei den weiteren Weihnachtsspecials. Wir sind und bleiben für euch auch in der Adventszeit die Filmfressen, Peter.
Und Manu. Bis zum nächsten.